Park 3 von 5. Sagte er, wo es nur Part 3 von 3 sein wird. Vielen Dank. Willkommen, liebe Leute, zurück zu Silent Hill 2. Wir sind unterwegs im Park und wollen hier einen, ja, auf gemütlich in der Sonne sitzen machen, ja. Aber daraus wird nichts, weil der Nebel, der stört die ganze Atmosphäre hier, die Parkatmosphäre. Wo hat er? Gerade der sitzt natürlich für die Akkordate, den Nebel. Oh je, was haben wir denn da? Ein Pavillon? Da könnte ein Item drin liegen. Oder Mary? Mary hat ein kleines Schaf. Oder Lamm. Oh Gott. Stimmungskiller hoch 3. Ich muss mich selbst aufheitern, sorry. Aber schau, da können zwei Leute sitzen, ne? Das heißt, wir könnten ein bisschen tratschen und herumphilosophieren über diese Spielchen. Da war was. Hä? Da hat den Kopf doch bewegt. Ach so, na gib bitte die Patrone, die wollte ich liegen lassen für den nächsten James, ja. Entschuldige. Hätte ja sein können, dass noch einer vorbeikommt. Du bist nur einer. Okay, das ist der Weg, der was darunter führt. Jede Ecke muss begutachtet werden, um dann eh das Item zu übersehen. Das machst du ja sowieso übersehen ständig. Also in dem Spiel muss ich sagen. Wow, die Kamera geht nicht mit, ich bin beeindruckt. In dem Spiel ist es schwerer für mich, wirklich. Bitte mal, der Nebel ist dichter als in Teil 1. Oder bin ich nicht mehr dicht? Kann auch sein. Vielleicht beides. Ah, was? Da ist wohl? Na. Oh ja, da ist ein Gesundheitstrank. Ein Gesundheitstrank. Her Damit du damit. immer schön gesund bleibst. Fit und gesund. Was steht da? Angeln verboten, also no fishing here. Die Musik ist aus. Gefällt mir nicht. Wir gehen nach Haus. Rabimirabamirabum. Oh. Ja! Freeze time! Also ich weiß nicht warum, aber braucht der Emulator vielleicht extra Zeit zum Laden von Sequenzen? Also ich hoffe, es geht gleich weiter. Sehen Sie Keine gleich Ahnung. nach der Werbung. Findet James Mary oder ist das alles nur Einbildung? Sehen wir es gleich. Falls es mal weitergehen sollte. Wir Ja. werden es. Es dauert halt ein bisschen, sorry. Wo da, wo legst du die Hand hin, Junge? Das hat man jetzt nicht gesehen. Oh Gott, Hotel. Das riecht nach Dungeon. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like
das jetzt die Versuchung oder was? You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Was, die rennt jetzt mit? Muss ich die jetzt beschützen oder was? So ungefähr. Oh, ich hasse beschützen. Ich hoffe, die kann sich gut selbst verteidigen. Verteidigen kann sie sich gar nicht. Ich wollte eigentlich erkunden. Jetzt kann ich mal das wieder in die Haare schmieren, oder was? Das ist übrigens, jetzt kann ich dir erzählen, die Nebenstory, die du spielen kannst, wenn Director's du dieses Director's Cut hast, dann kannst du ihre Story spielen. Aha. Also irgendwie ist das gerade alles komisch. Ich weiß nicht. Das ist... Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Vielleicht ist sie da dabei. Es ist komisch, dass mit den Figuren, warum er eigentlich nicht fragt, als ob er das alles träumen würde. Liegt er im Koma oder hat der Drogen genommen? Keine Ahnung. Vielleicht hat er den Verlust seiner Frau nicht vertragen, hat Drogen genommen und ist jetzt in dieser Welt quasi, ne? Keine Ahnung. Das sieht, wer, er hinterfragt mit keinem Wort, warum er hier ist. Es ist komisch. Das kann mir keiner erklären. Also wenn ich hier an so einem Ort aufwache oder bin, oder auch wenn ich jetzt meine verstorbene Frau überhaupt suche, ja, das ist ja mal das Nächste, ja, dann würde ich sagen, hä, was geht denn an dem Ort ab? Aber eher nicht, der geht ganz cool da durch, ne, also ob er das, ja, Halluzigener oder irgendwie so, ne, keine Ahnung. Übrigens, ich muss einmal auf die Karte. Ist er ja gewohnt. Gewohnt, durch sowas hindurchgehen, okay. So, jetzt ist noch die Frage, wo ist dieses Hotel? Ist das schon auf der Karte ja, eingezeichnet? Das ist auf der Karte, aber da kommst du noch lange nicht hin. Da ist das Hotel, okay. Ah, jetzt war ich hier bei dem Park, genau, das war ja der Treff. Ah, der Kartenausschnitt ist nur größer, okay, wo ich immer gerade bin. Verstehe. Boah, aber ich will die Olle nicht mitnehmen jetzt. Hallo, die hindert mich nur. Ich hoffe, du bist gut per B, das wenn nicht, hast Pech gehabt. Außer du ziehst dann meine... Bitte? Ich dachte, es wird noch interessante Sachen geben mit ihr. Oh, ich hasse so Beschützermissionen, erinnert mich an Resident Evil 4. Gefällt mir gar nicht. Was der muss schon mich selbst beschützen und dann... Aber ist, glaube ich, hier nicht ganz so schlimm wie in Resident Evil 4. Trotzdem. Ich bin lieber allein unterwegs. Da muss ich mich um keinen kümmern, ne? Und sie gehört halt zur Story dazu. Da haben wir zum Beispiel schon. Da müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen mehr den Monster vernichten, ne? Damit wir Ruhe haben. Oh, da liegt auch übrigens was. Hebst es wohl auf, schaust es nicht nur an, danke. Ich mach Sightseeing. Na sicher, Sightseeing-Tour mit der neuen Freundin, sozusagen. So, ich würde mal schauen, dass ich da die Straße zurück kann. Vielleicht gelingt mir da was. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich tut sich gerade ein Ab... Oh Gott. Solange er als erster angreift, stört's mich nicht. Dann verliere ich auch nichts. So, perfekt. Richtige Missgeburten. Kein Kopf, aber zwei, aber vier Beine. Das auf alle Fälle. Der Pyramid Head hat seinen Spaß gehabt mit ihnen. Ich hab's gesehen. Wir haben's alle gesehen. Hm. Wart, du schaust wohin, oder? Oder schaut er die Olle an jetzt auch schon? Der schaut sie auch an. Wow. Was für eine Ablenkung. Bin beeindruckt. Es heißt immer, lass die Monster in der Stadt in Ruhe, aber mit ihr im Schlepptau leider nicht. Oh. Mit ihr im Schlepptau leider nicht. Da haben wir was. Patronus Perfectus.
töte sie, mein Junge. Oh. Auf der Stelle. Gut, dass die Waffe keine Abnutzung hat. Das wäre noch das Schlimmste hier. So, wo sind wir denn? Ah, wir gehen gerade den Weg rein. Sehr gut, da wollte ich hier hin. Wer weiß, ob ich von der Seite eh hingekommen wäre. Egal. Schauen wir sich mal hier um. Da haben wir dann zu jeder Seite eine Sackgasse. Sehr gut. Gibt es eigentlich Gebäude, wo man eintreten kann, noch weiterhin? Ja, gell? Nur Story-relevant. Achso, nur Story. Ja, da bin ich auf der anderen Seite, aber schauen wir mal rein. Vielleicht haben wir was. Ah, na bitte. Na bitte. Jeder Gesundheitstrank ist willkommen, der in mein Inventar wandert. Aber da haben wir... Oh Gott, da kenne ich ja gar nichts. Aha, Hinterhof, Hinterhof. Checks in. Na, vielleicht können wir was saufen gehen. Schauen wir mal. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Geil. Geil, besser geht's ja gar nicht. Komm. Vielleicht gibt's da so eine geheime Tür wieder, wie damals in Teil 1. Wo man einen Schlüssel brauchte. Du willst es sehen. Bist der bei das nebelig. Okay, der ist abgesperrt. Nehmen wir mal den Speicherpunkt. So. Sicher ist nicht einer. Natürlich. Ah, wir sind beim Motel. Rechnet mal. Motel plus neue Freundin ergibt. Könnt ihr es ausrechnen? Na dann. Stundenhotel. Ein Stundenhotel. Okay, dafür eine Treppe. Und da geht's wieder auf die Straße, oder was? Ja. Okay, da. Obwohl, ja, oh ja, will ich jetzt raus. Jetzt schaue ich doch vorher in die Richtung. Ja, sorry, aber schau dich ruhig nach Häusern um, wo du reingehen kannst. Also. Ja, erkunden muss dabei sein bei Silent Hill. Sorry. Ja. Stepper, da siehst du vor lauter Nebel nix. Warte, da liegt da was am Auto? Nein, ist die Kühlerfigur. Okay. Oh! Das hat mich ein bisschen erschreckt, leider. Tritt drauf. Dankeschön. Yay. Ihr müsst herumlungern. Da ist schon wieder einer. Lass meine holde Freundin in Ruhe. So, solange nur ein Gegner ist, ist es ja wurscht. Autsch. Da rotzt er gegen für sich. Oh, da ist der nächste. Von wegen, solange es nur ein Gegner ist, ne? Und zufrieden, bitte. So. Wie weit bin ich denn jetzt schon vorangeschritten? Jetzt bin ich schon fast durchgelaufen. Ja, aber ich will den anderen Weg noch gehen, eigentlich. Ich war nur in der Hoffnung, dass hier vielleicht was liegen. Ah, warte, was haben wir da? Das ist das Hotel. Also, das ist nur ein Schild. Okay. Na gut, dann gehen wir zurück. Gehen wir den anderen Weg. Zurück? Ja, die Gasse runter will ich eigentlich gehen. Zu den Sackgassen, weil da könnten Gegenstände liegen. Wo waren die? Stecker noch.
Wir werden es nie erfahren. Was denn? Was wirst du wieder nie erfahren? Du hast gesagt, ich soll mich umschauen, das... Na... Ja. Ach, da ist er, der Kleine. Renn, Holde! Oh, lass ihn ruhen! Das war jetzt schon knapp. Sie bewegt sich keinen Zentimeter. Warum auch? Wir haben ja den starken James auf unserer Seite, ne? Ach, da ist eine Leiche. Achso, das war die von vorher vielleicht. Ja, schaut's aus. Der Vierbeinige war das. Oh, da ist noch einer. Ein Rotzer. Okay, beides gekonnt, gemeistert. Sehr gut. I am so proud of you. Ich weiß, danke, danke. So, kommt jetzt endlich mal die Sackgasse links und rechts? Nein, immer noch nicht. Oh ja, der Erkundungspart, der dauert ja dann schon zwei Parts, wahrscheinlich. Aber stört mich nicht. Stört mich nicht. Stört Wenn man nicht. Alles sehen möchte, dann muss man mal... Manchmal lange Wege laufen. Genau. Und Items sind lebensnotwendig hier. Okay, schauen wir, ob sich die Vielleicht eine Seite... nicht lebensnotwendig, aber... Aha, sie ist abgesch... Das ist die andere Seite jetzt, wo wir von der anderen Seite vorher waren. Erste Hälfte. Okay. Und jetzt gehen wir dann geradeaus noch. Die Cuts Street. K Street, oder? Das sind alles Namen von Schriftstellern. Straßennamen hier. Achso? Kate, zwei Schriftsteller? Ich habe meinen da gehört zu haben, dass es alle Schriftsteller sein sollen. Okay, da geht's alle eh auch nicht weiter. Okay. Da muss ich aufpassen, vielleicht kennen wir ein paar. Schauen wir mal. Also der Weg war eigentlich bisher umsonst zu den zwei Gassen. Aber Moment, das sind Stufen. Aha, aha, aha. Da könnte man mal raufschauen. Achso, ich war ja noch nicht in der Ding, in der einen Gasse. Weiter komme ich nicht drauf? Ach, Gesundheitstank liegt da. Das sieht man doch nicht! Was soll denn der Blödsinn? Das sieht man ja nicht. Oh, das sind diese Sprinter. Das sind, glaube ich, die ganz normalen Rotzer, die nur auf den Boden kriechen. Ja. Ja, weg da. Da hinten auch was? Zeig dein Köpfchen. Nee, da scheinbar ist noch nichts. Aber ich muss gestehen, so genau wie du dich umschaust, habe ich mich nicht umgeschaut. Also kann gut sein, dass er dabei war. Ich drücke heute jetzt schon dauerhaft die Taste. Aber ja. Ja, am Ende der Cat Suite, da wird ja was sein. Schätze ich einmal. Wir werden es sehen. Bin zufrieden mit deinem Erste-Hilfe-Kasten. Eine Wand wurde aufgefahren. Ernsthaft nichts? Aber du hast schon mehr gefunden als ich wahrscheinlich. Weil ah, da! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Da hat das verschrien, der Choco! Da hat das verschrien! Ach, ich bin Choco-like.
Oh, herrlich. Schön. Warte nicht wie ein Kind. Das ist sicher. Weg da. Komm mit, Schlappe. Renn. Oh. Ist der aufgestanden gerade? Kann der aufstehen? Ja, sicher. Naja. Ist da so ein Spritzer oder ein Spucker, wie immer das heißt. Ein Spritzer. Das heißt. Oh. Ja. Weg da. Weg da. Wir lassen die Gegend jetzt. Gefällt mir gerade nicht. Erste Hilfekasten, schön und gut. Das war's. Tschüss. Gut, dann muss ich hier den anderen Weg entlang. Dann hat sich das geklärt. Wah! Da hat er mich noch erwischt. Wie viel hat mir das gekostet? Oh mein Gott, ich blute. Du brauchst eine Bluttransfusion. So, ich renne richtig. Gut, dann gehen wir noch einmal speichern bei Checks in. Okay, den lasse ich jetzt. Ich hoffe, die Holde ist hinter mir. Ja, höchstwahrscheinlich. Ah ja, sie rennt doch. Jetzt rennen wir da rein. Komm mit, Holde. Abspeichern mal. Ui, blutrot. So, jetzt haben wir noch 9 Minuten theoretisch. Jetzt ist die Frage, sollen wir noch weitermachen? Klar, warum nicht? Ist die Frage, wo es da den nächsten Speicherpunkt gibt. Aber wir können ja mal weiterschauen. Wir rennen jetzt einmal straight ahead. Ich suche jetzt eigentlich nur noch in Sackgassen und so. Weil der Rest bringt eigentlich fast nichts, weil ich sehe nichts durch den Nebel. Wo geht's da jetzt raus? Habe ich den Weg versaut? Falsche Richtung, oder? Also ich käme nicht mehr aus. Der Nebel macht mich fertig. So. Gewöhn dich dran. Das ist halt das Markenzeichen von Silent Hill, dass da immer... Ist eigentlich beim Teil 4... Ist beim Teil 4 der Room? Ist das auch mit Nebel? Weniger. Oh. Gibt auch neblige Passagen. Was sind das für ein Blutlache da? Aber eher weniger. Okay. Jetzt sind wir gleich beim Bowling Center. Vielleicht können wir da eine ruhige Kugel schieben. Wenn du Frühstoß machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, ich habe ein Stahlrohr. Cool. Bessere Waffe? Natürlich. Ja. Nicht sehr durchschlagskräftig, aber gute Reichweite. Ah, sehr gut. Mal schauen. Was? Muss ich jetzt schon aufhören, oder was? Du musst nicht, du kannst ja. Du wolltest ja aufhören. In ein paar Minuten. Ja, ja. Warum geht's beim Bowling Center weiter, oder was? Mir weiß nicht. Na, die eine Sackgasse, die hätte ich mir jetzt noch angesehen. Wie schlägst du damit? Im Bowling Center, ja. Ja. Wir werden noch erkunden ein bisschen. No. Was, da liegt... Ui, da liegt viel. Da liegt ja viel. Gesundheitstrank, Patronen, Gesundheitstrank. Na, nice. Wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. So, das ist die Gasse, die hineinführt jetzt da, oder? Genau. Die will ich eigentlich lassen. Hat da noch was? Einmal voll tanken, bitte. Ah, da kommen nicht eine. So, dann möchte ich gerne mal in die Sackgasse schauen. Das ist das Bowling Center. Ah. No. Was A? Kannst du dich erinnern, oder was? Das Bowling Center, ja, da kannst du reingehen, ins Bowling Center.
Das ist storybedingt, oder was? Ja. Wer ist weiß. Aber kein Dungeon. Gibt's da einen Speicherpunkt? Weißt du das? Das weiß ich gerade. Ich weiß nur, dass darin eine Cutscene kommt. Ja, das werden wir dann im nächsten Part erfahren. So. Haben wir da noch was in der Ecke? Ah, da kann ich sogar raus, okay. Ach, das ist jetzt die Seitengasse. Na, die ist aber schon ein bisschen eng. Für Kämpfe. Haben wir da was? Da stehen Flaschen zumindest, aber nicht die, die ich brauche. Okay. Ja. Und Häuser betreten machen wir dann erst im nächsten Part. Ja, obwohl ich gern abspeichern würde, aber ja. Man kann nicht da alles haben. Safe State muss ich halt dann setzen. Wurscht. Oder nochmal zurücklaufen. Naja. Aber dann ist es einfach ein Safe State. Ich hoffe. Not. Ja. Oder wir gehen einfach rein. Okay. Wir gehen gleich rein. Scheiß drauf. Machen wir das noch. Da kann man reingehen? Nein. Ja, müsste sein. Ah, da liegt was. Okay, das ist nicht zum Aufheben. Ja, habe ich dir das Stahlrohr in den Magen gerammt. Entschuldige. War Absicht. So. Na gut, den Gang da weiter will ich eigentlich nicht. Wir gehen da mal rein. Weil ich schätze mal, es wird schon wahrscheinlich ein Speicherpunkt drin sein, ich hoffe mal. Und sonst macht halt ein Safe State. Ist ja halb so wild. Genau. So. Wo war der Eingang? Achso, bin schon wieder um die Ecke. Nebel der Täuschung. Ich verfluche dich. Sind wir bereit, Leute? Ja, wir sind bereit. Probieren wir's. Jo. Ja, bereit. I'll wait here. I hate. Okay. I come here to play, you know. Hurry back. Okay. Aha. Aha. Sequenz. Ah! Das böse Mädchen. Und der Kotzbrocken. Ja. Wie können die überhaupt überleben alleine? Sonst sind die gut im Flüchten. Ja, gut, er kann rennen. I don't know what the cops are doing. But if he did something bad, why don't you just say you were sorry? Well, I guess I run away a lot too. Habt ihr was gemeinsam? They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find the lady you're looking for? What's her name? Mary? Ah, sie sucht auch den Mary? Okay. Nein. Das hat er dich angesprochen mit. Ach so. Na, wo ist er denn, der Typ? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich dachte, der ist jetzt in einem anderen Raum. Das klingt zu dumpf. Ah. Da war er doch im anderen Raum. Keine Ahnung. Oder hat er mich schon gesehen? Was? Da ist nichts drin in dem Raum? Scheint so. Hat sie mal da beim Theken? Ah ja. Aus kleine Mädchen ist weg, ne? Und der frisst. Eddie? Oh. You're
James, we met in the apartment building? Yeah, I remember, but... Are you alone here, Eddie? No. Ein Ball? Na. Eine Kugel. Ah ja. After her. Huh? Laura? But why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Okay. So, schauen wir sich noch kurz um. Da könnte das ein oder andere Zeug herumliegen. Hast du noch was zu sagen? Who is that girl anyhow? I don't know. All I know is her name. I swear. Ich glaube, das war alles, ne? Was er zu sagen hat. Komm, mach einen Strike. Mach einen Strike. Was? Da liegt wirklich was? Patronen? Alter Falter, wie soll man das sehen? Das ist ja nur Glückssache. Ich hasse es. Ich auch nicht gewusst. Ich hasse auch es. Nicht gefunden. Ich hasse es. Ich hasse sowas. Du hast es. So. Ach, warum nicht? Ich finde sowas immer interessant, wenn man Sachen versteckt. Ja, aber da konzentriert man sich auf den schönen Kopf und dann wieder nichts, ne? So, hast du noch was zu sagen oder dasselbe nur? Sonst kriegst du mein Stahlrohr. Okay, nur dasselbe. I don't know. I know is her name. Na dann. Ich schwör's, Mann. Ich schwör's, Mann, bei meiner Ehre. Bei meiner fettigen Ehre. Was für eine Ehre. Sag ich ja, fettige Ehre. Die gut. Weg. Die hat sich vertschüsst, dann würde ich mal sagen. Geh mal raus. Dass da nichts drin ist, das wundert mich. Moment. Beachten wir mal das Köpfchen. Da sieht man es wenigstens. Ist doch verdächtig. Ich sehe zwischendurch nur Pixel. Zwischendurch habe ich mal ein verschwommenen Bildschirm zwischendurch. Weil die Übertragung halt schlecht ist manchmal. Übertragung ist nicht schlecht. Du schaust einfach nicht gescheit hin. Nein, Spaß. Das kann ich. So, jetzt wird sie sagen, hast du das kleine Mädchen gesehen? Oder wir fragen. Hast du gesehen, wo das kleine Mädchen hinrennt? Und dort gehen wir als nächstes hin, wahrscheinlich. Da ist sie. Na, sag ich's nicht. Pass auf. Sie war zu fast für mich. Aren't you gonna go after her? Ja. Und von wo? Ist in die Sackgasse reingelaufen, oder was? Kannst du da mal reingehen in die Sackgasse, wo du eben warst? Und außerdem im nächsten Part gehe ich da weiter, weil ich schätze mal, da vorne werden wir nicht weiter können. Aber sie kommt ja um die Ecke, das heißt, das Mädchen müsste theoretisch da irgendwo sein. Ja. What? Da war ja diese Gasse, die da zum Haus zu unserem Haus führte und so. Genau. Jetzt machen wir noch einmal den Blick. Riskiere den Blick, James. Das kenne ich zu viel. She went through there. Aha, da kommt man nicht durch. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Was? Die Tür war vorher aber noch nicht da, oder? Doch. Ernsthaft? Aber abgeschlossen, scheinbar. Okay, die habe ich leider. Hast du noch nicht gesehen, scheinbar. Die habe ich. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part, weil da geht es wahrscheinlich storytechnisch weiter. Ich möchte aber vorher noch in dieser Careworld Street runtergehen und dann die Nathan Avenue entlang gehen bis zu den Silent Historical Society Boat Launch da oben, weil bis dahin werde ich kommen und weit darauf übers Wasser wahrscheinlich eh nicht, damit wieder abgesperrt sein. Gut, Erkundungsdrang befriedigt momentan. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal, wenn es da ist, jetzt bei Seinfeld 2. Ciao.